Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Khintchouhaswili und ich, wir danken Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich widme diese Lesung meiner Lektorin im S. Fischer Verlag, Frau Dr. Petra Gropp, die mich still und geduldig zu dem Buch ermutigt hat, aus dem ich im Wesentlichen lesen werde. Und ich danke allen Mitfischerinnen und Mitfischern, die die Gedichte nicht als unerwünschten Beifang über Bord gehen lassen haben. Der Frankfurter Bürgerstiftung im Holzhausenschlösschen und unseren Freunden Susanne und Clemens Greve danke ich für die Einladung zu diesem Abend und für seine Verwirklichung. Susanne und Clemens Greve waren waghalsig, denn sie haben eingeladen, ohne das Buch zu kennen. Bis auf ihre Risikobereitschaft sind sie unschuldig. Jemand zuzumuten, eine Anzahl Gedichte hintereinander zu hören, ist problematisch. Denn Gedichte sind nicht dafür geschaffen. Das eine oder andere Gedicht, nicht jedes, aber das eine oder andere Gedicht, werde ich deshalb wiederholen.
die Stunde mit dir selbst. Mit schwarzen Flügeln flog davon die rote Vogelbeere. Der Blättertage sind gezählt. Die Menschheit mäht. Du suchst das Wort, von dem du mehr nicht weißt, als dass es fehlt. Das Wesen Mensch, gekreuzigt, enthauptet, vor aller Welt augenlebendig verbrannt. Abendnachrichten, drittes Jahrtausend nach Christi Geburt. Mit wachsender Entfernung treiben immer schneller von der Erde fort Trilliarden Sonnen in Milliarden Galaxien. Sie fliehen uns, als wüssten sie, vor wem sie fliehen. Das Wesen Mensch, gekreuzigt, enthauptet, vor aller Welt Augen lebendig verbrannt, Abendnachrichten, drittes Jahrtausend nach Christi Geburt. Mit wachsender Entfernung treiben immer schneller von der Erde fort Trilliarden Sonnen in Milliarden Galaxien. Sie fliehen uns, als wüssten sie, vor wem sie fliehen. Nachts Halt zu finden an der Stille. Eigenzitat. Die Menschen setzen die Menschheit aufs Spiel. Doch du kommst von den Menschen nicht los. Das Nichts strahlt Wärme nicht zurück, noch Licht. Nachts Halt zu finden an der Stille. Die Menschen setzen die Menschheit aufs Spiel. Doch du kommst von den Menschen nicht los. Das Nichts strahlt Wärme nicht zurück, noch Licht. Euretwegen. Wenn wir die Welt nicht wieder ins Unglück stürzen wollen, müssen wir die Träume der Weltbeglückung aufgeben. Karl Popper. Ich habe Angst vor der Angst, die man haben müsste, kämen statt der anonymen Briefe die Büttel ihrer Schreiber, ausgestattet mit den Insignien der Macht. Nicht meinetwegen habe ich Angst vor der Angst, die man haben müsste, auch wenn sie das Grab dem Erdboden gleich machen würden. Euretwegen habe ich Angst, die ihr ihnen zur Macht verholfen und Angst haben werdet.
Daseinsfrist. Die Erlösung des Planeten von der Menschheit ist der Menschheit mitgegeben in den Genen. Der Zauberlehrling, dessen Geistern kein Meister mehr gewachsen ist. Der Fanatiker, die Masse, die des Massenmörders Füße küsst. Daseinsfrist. Die Erlösung des Planeten von der Menschheit ist der Menschheit mitgegeben in den Genen. Der Zauberlehrling, dessen Geistern kein Meister mehr gewachsen ist. Der Fanatiker, die Masse, die des Massenmörders Füße küsst. Leichte Beute. Sie halten sich am Handy fest. Was ist und war, ist abrufbar mit der Fingerkuppe. Doch sie wissen schon nicht mehr, was sie nicht mehr wissen. Porträtfoto von sich selbst von vor 60 Jahren. Mitleid mit einer früheren Form des eigenen Wesens. Hans Karosa. Nicht noch einmal. Nicht noch einmal so verführbar. Nicht noch einmal so gefährdet. Nicht noch einmal eine mögliche Gefahr.
verstreutes Kalenderblatt. Mittsommer. Heute ist des Jahres längster Tag. Das Licht kam ohne Glockenschlag und hob dem Schläfer sanft das Lied. Möge ihn beglücken, was er sieht, damit der Tag in seiner Seele Wurzeln schlägt und er ihn für die dunklen Zeiten in sich trägt. Mittsommer. Heute ist des Jahres längster Tag. Das Licht kam ohne Glockenschlag und hob dem Schläfer sanft das Lied. Möge ihn beglücken, was er sieht, damit der Tag in seiner Seele Wurzeln schlägt und er ihn für die dunklen Zeiten in sich trägt. August-Metapher. Am Horizont des neuen Gluttags Zeichen. Der weiße Morgen mit der roten Sonnenscheibe auf der Stirn. Ein Tanchokoi aus den himmlischen Teichen. Hundszeit. Als sei der Hoffart ihr zu viel, versenkt die Sonne die Sonnen des Hortensiennebels. Vertrocknet ist entlang dem leeren Weidehang der weiße Schaum des Pferdekümmels und die Abdrücke der Hufe härteten längst aus. Vergebens hofft am Haus das Grün der Regentonne. Weißer, wolkenloser Himmel. Selbst der Himmel scheint zu erblassen vor der Gnadenlosigkeit der Sonne. Der Fluss, gestriemt vom Föhn, bleckt die Zähne. An die dornenlose Weißdornhecke klammern sich Eidechsen, als ob mit ihren schmalen Leibern sie ihr Schatten spenden wollten. Menetekel. Im Juli warfen die Bäume die Blätter ab. Wir warteten in grünem Laub und traten den Sommer mit Füßen. Im November trieb die Eberesche zarte grüne Spitzen in den Frost. Menetekel. Im Juli warfen die Bäume die Blätter ab, wir warteten in grünem Laub und traten den Sommer mit Füßen. Im November trieb die Eberesche zarte grüne Spitzen in den Frost.
Bahnfahrt. Entlang den Windparkhorizonten, vorüber an verglasten Wiesen, reisen wir beruhigt, beunruhigt im klimatisierten Waggon. Mit 100 Menschen, scheint's, reisen 99 Handys und ein Buch. In der Tageszeitung, die der Schaffner austrägt, meldet die gebildete Nation Vollzug. Begräbnis in Porto mit Hafenblick. An abgeschabten Seilen, die sich bedenklich auftreten, ließen vier Männer handbreit um handbreit den Sarg hinab. Die Trossen straff gespannt, manövrierten vier Schlepper einen übergroßen Tanker an den Kai. Hoch über den Hinterhöfen zeigte die Stadt an den Wäscheleinen Flagge. Ukrainische Nacht. Der Karpatenrücken lädt dich ein, dich zu tragen. Rose Ausländer. Das Land, verstümmelt, veruntreut, verraten, hob mich auf den Rücken der Karpaten. Und im Wachtraum hörte ich die Dichterin, die Mutter fragen, was diese gern geworden wäre. Und die Mutter sagen, eine Nachtigall. Da begannen alle Nachtigallen in den Hainen, die ich in mir trug, zu schlagen. Und ich hörte Schüsse fallen. Und den Namen widerhallen, Maidan, Maidan. Und in des Namens Klang, klang der Name an des Dichters, dessen Wort wir in uns tragen. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Doch weiß man hier, der Tod kam nicht aus Deutschland nur, er kam mit zweierlei Gesicht. Und riesig ist das Land, wo man ihm Blumen steckt und Ruhmesgrenze flicht. Ukrainische Nacht. Der Karpatenrücken lädt dich ein, dich zu tragen, Rose Ausländer. Das Land, verstümmelt, veruntreut, verraten, hob mich auf den Rücken der Karpaten und im Wachtraum hörte ich die Dichterin, die Mutter fragen, was diese gern geworden wäre. Und die Mutter sagen, eine Nachtigall. Da begannen alle Nachtigallen in den Hainen, die ich in mir trug, zu schlagen. Und ich hörte Schüsse fallen und den Namen widerhallen, Maidan, Maidan. Und in des Namens Klang, klang der Name an des Dichters, dessen Wort wir in uns tragen. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.
Doch weiß man hier, der Tod kam nicht aus Deutschland nur. Er kam mit zweierlei Gesicht. Und riesig ist das Land, wo man ihm Blumen steckt und Ruhmesgrenze Pflicht. Epitaph für die junge Dichterin Selma Meerbaum-Eisinger. 15.08.1924, Czernowitz. 16.12.1942, Arbeitslager Michailowka. Dem Tod war es gegeben, sie zu holen aus dem Leben, doch nicht aus dem Gedicht. Paul Celan Gedenktafel, ehemals Wassilkogisgasse, Czernowitz. Das aufgeschlagene Buch. Ein Flügelpaar im Flug. Eine Welle vom Spiegel der Seine, als das Leben er nicht mehr ertrug. Das aufgeschlagene Buch im Flug über, oh, über dem Dorn. Der Stein hat zu blühen sich nicht bequemt. Die Welle glättet den Zorn. Paul Celan Gedenktafel. Das aufgeschlagene Buch. Ein Flügelpaar im Flug. Eine Welle vom Spiegel der Seine, als das Leben er nicht mehr ertrug. Das aufgeschlagene Buch im Flug über, oh, über dem Dorn. Der Stein hat zu blühen sich nicht bequemt. Die Welle glättet den Zorn. Czernivtsi, gestufte Stadt im grünen Reifrock, rosa Ausländer. Nur im Fernblick vom jüdischen Friedhof aus ähnelt die Stadt der Erinnerung noch ihrer Dichter. Heerscharen der Menschenhybris töteten in ihr und schlugen Lücken ins Gedächtnis. Die Friedhofshalle rottet vor sich hin. Die Grabsteine stehen geneigt. Versteinert ist ihr Fallen. Czernivtsi, gestufte Stadt im grünen Reifrock, rosa Ausländer. Nur im Fernblick vom jüdischen Friedhof aus ähnelt die Stadt der Erinnerung noch ihrer Dichter. Heerscharen der Menschenhybris töteten in ihr und schlugen Lücken ins Gedächtnis. Die Friedhofshalle rottet vor sich hin. Die Grabsteine stehen geneigt. Versteinert ist ihr Fallen. Übersetzerprivileg.
für Petro Richler. Das Gedicht Ein Hirnstoßdämpfer, der die Erschütterungen abfängt auf dem Kopfsteinpflaster der Zeit und der Tschernowitzer Altstadt. Wer in vieler Sprachen Poesie zu Hause ist, findet am Grund der Verzweiflung ein Wort, das lächelt. Revolutionsgedicht. Das in den Landesfarben Blau und Gelb angestrichene Klavier stand zwischen den Fronten. Brief aus Kiew, Winter 2013/14. Ein blauer Himmel über einem Weizenfeld. So stand bei minus 20 Grad am Straßenrand das Klavier. Und die einen spielten die Hymne und Chopin. Und die anderen zielten auf die Hymne und Chopin. Liebeslied. Seit der Okkupation der Krim findet nicht nur eine Verkehrung der Tatsachen statt, sondern eine Infragestellung der Tatsachen selbst. Die freche Lüge traut sich auf die amtliche Pressekonferenz. Karl Schlögl. Zeig dem Land, das dich betört, das dir aber nicht gehört, deine fürsorgliche Liebe. Schenk ihm eine Nacht der Diebe, die es stehlen ohne Skrupel, und verkünde dann mit Jubel, was dir Pflicht war, heimzuholen, kann nicht gelten. Als gestohlen.
kleines Hohelied auf den Menschen. Erfindbar sind Gedichte nicht. Es gibt sie unorts. Jan Skatzel. Bescheiden ist der Dichter, der so spricht. Doch ohne uns gibt es die Erde und das All, nicht aber das Gedicht. Robert Gray schreibt das Gedicht Die Dämmerung. Unter seiner Feder verwandelt sich die Poesie in ein Känguru, das in hohem Gras steht, verjüngt zu einer Pflanze mit einer einzigen Knospe und das die Vorderpfoten hinhält wie zum Fesseln. Und der große Professor, der weltweit bestimmt, was Poesie ist und was nicht, bemerkt nicht die wie zum Fesseln hingehaltenen Vorderpfoten, denn es dämmert schon in Australien. Robert Gray schreibt das Gedicht Die Dämmerung. Unter seiner Feder verwandelt sich die Poesie in ein Känguru, das in hohem Gras steht, verjüngt zu einer Pflanze mit einer einzigen Knospe und das die Vorderpfoten hinhält wie zum Fesseln. Und der große Professor, der weltweit bestimmt, was Poesie ist und was nicht, bemerkt nicht die zum Wesseln hingehaltenen Vorderpfoten, denn es dämmert schon in Australien. Verlangt vom Dichter nicht. Verlangt vom Dichter nicht, was einzig das Gedicht kann leisten. Verlangt vom Dichter das Gedicht. Ist's ohne Gleichen, kann er das Wasser ihm nicht reichen. Wer bist du, Dichter? Wer bist du, Dichter, dass du wähnst, die Welt sei geschaffen als deiner Stimme Hallraum? Zwei Saiten hast du in der Kehle, weniger als eine Geige. Hast du der Welt an Welt hinzugetan? Und was an Welt? Die Antwort ist's, die einst das Urteil über deine Stimme Nachhall fällt. Alt. Das Erdreich setzt dir seine schwarzen Male ins Gesicht, damit du nicht vergisst, dass du sein Eigen bist. Verstummen. Die kleinen Heimaten in fremden Ländern sind nicht mehr. Das Vorratsfach
für schwarz umrandete Kuverts ist leer. Die Zunge wird vom Schweigen schwer. Zerfall. In meines Taubenohres Innenwelt läutet in der Ferne mir ein Kirchlein, das sich an keine Uhrzeit hält. So weiß ich nie, ist's spät, ist's früh, das Kirchlein läutet, wann es ihm gefällt. Ich weiß, wer dort das Seil in Händen hält. Kassiber. Und warum gibt es immerfort noch so viel schreckliches Schweigen, das auf kein Warum eine Antwort gibt? Jan Dwardowski. Das Schweigen ist die Antwort. Die Frage, das Verhängnis. Das Denken, das Gefängnis. Kassiber. Und warum gibt es immerfort noch so viel schreckliches Schweigen, das auf kein Warum eine Antwort gibt? Jan Dwardowski. Das Schweigen ist die Antwort. Die Frage, das Verhängnis. Das Denken, das Gefängnis. Unser Alter. Unser Alter ist das Alter, dem es schwer fällt, sich zu bücken. Leichter doch, sich zu verneigen. Unser Alter ist das Alter, das das Staunen mehrt. Unser Alter ist das Alter, das vom Glauben nicht ergriffen, das Wort, das war im Anfang, ehrt. Unser Alter ist das Alter, dem es schwerfällt, sich zu bücken, leichter doch, sich zu verneigen. Unser Alter ist das Alter, das das Staunen mehrt. Unser Alter ist das Alter, das vom Glauben nicht ergriffen, das Wort, das war im Anfang, ehrt. Nur selten kam zu mir der Traum als Freund. Nur selten kam zu mir der Traum als Freund. Er war der Jäger, ich das Wild. Und am Tage blickte ich seinen Treibern in die Augen. Nachtprotokoll. Ich sah im Traum, es war mein Leben. Ich sah es von außen, ein langer liegender Baum.
Die blanken Wurzeln umkrallten den herausgebrochenen Erdgrund. Ich sah, es war mein Leben, himmellos. Argument für ein ewiges Leben. Argumente für ein ewiges Leben, für die Auferstehung, welch schrecklicher Gedanke. George Steiner. In der Wallfahrtskirche zu Brunnenthal hält der heilige Nepomuk das Kreuz mit den Gekreuzigten, als halte in den Händen er vertieft im Spiel die Gitarre. Vielleicht war der Skulpturenschnitzer Frohgemut, denn die Gewissheit führte ihm die Hand, auferweckt zu werden von den Toten. Haiku für uns. Blütenblatt im Haar, Kirschbaumweiß auf Greisenweiß, Frühling unsichtbar. Haiku für uns. Blütenblatt im Haar, Kirschbaumweiß auf Greisenweiß, Frühling unsichtbar. Fern kann er nicht mehr sein. Fern kann er nicht mehr sein, der Tod. Ich liege wach, damit ich zwischen Abendrot und Morgenrot mich an die Finsternis gewöhne. Noch dämmert er, der neue Tag. Doch sag ich, ehe ich's nicht mehr vermag, lebt wohl, verneigt vor alten Bäumen euch und grüßt mir alles Schöne. Ich lese abschließend zwei Gedichte, die unter dem Titel »Doch schade um das Volk« in der Edition Toni Ponkarts erschienen sind. Und da die Lesung nicht mit diesen Gedichten enden kann, folgen noch einige wenige Gedichte für Kinder. Völker sterben von der schönsten Seite. Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völker sterben von der schönsten Seite.
einer Nation, deren größter Beitrag zur Zivilisationsgeschichte der Menschheit darin besteht, dem absolut bösen Namen und Gesicht verliehen zu haben, diese Nation kann gerne dahinscheiden. Denise Yücel über den Geburtenrückgang in Deutschland. Der Mensch, der einem Volk den Wert abspricht, zu existieren. Das gab es schon. Der Mensch in schlimmster Tradition. Völker sterben von der schönsten Seite, der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von der schönsten Seite. Eine Nation, deren größter Beitrag zur Zivilisationsgeschichte der Menschheit darin besteht, dem absolut bösen Namen und Gesicht verliehen zu haben, diese Nation kann gerne dahinscheiden. Denise Yücel über den Geburtenrückgang in Deutschland. Der Mensch, der einem Volk den Wert abspricht, zu existieren. Das gab es schon. Der Mensch in schlimmster Tradition. Im Namen des Volkes. Professor Dr. Ute Saksowski, Vizepräsidentin des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen. Zitat: Gehen wir davon aus, dass es um die Weitergabe deutschen Erbgutes nach der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nicht mehr gehen kann? Was wäre eigentlich so schlimm daran, wenn die Deutschen aussterben sollten? Es fände sich kein Deutscher mehr, der diese Frage stellt. Nicht so schlimm. Doch schade um das Volk, das dann fehlte in der Welt. Nach so viel Geburtenrückgangshäme, einige wenige Gedichte für Kinder. Das Geheimnis des Nussbaums. Jahre und Jahre wohnen im Nussbaum zwei Paare Star. Im Frühjahr ziehen sie ein, im Frühherbst ziehen sie aus. Zwei Paare fliegen hinein, 12 Stare kommen heraus. Der Nussbaum plaudert nichts aus. Vier von 12 vierblättrigen Blumengedichten. In dem Buch »Was macht die Biene auf dem Meer?«, in dem sich die Blumengedichte befinden, gibt es Anmerkungen für Kinder, die schon viel verstehen. Ich werde eine der Anmerkungen einstreuen. Tulpe. Die Tulpe kommt aus dem Morgenland.
Sie ist nach dem Turban des Sultans benannt. Der Sultan hat sie dem Kaiser gesandt als kleinen Turban fürs Abendland. Rotklee. Der Rotklee fuhr mit dem Schiff übers Meer und sahnte nicht aus in Neuseeland. Die Hummel fuhr mit dem Schiff hinterher, da wurde Neuseeland ein Kleeland. Anmerkung für Kinder, die schon viel verstehen. Als in Neuseeland erstmals Rotklee angebaut wurde, blühte er üppig, bildete aber keine Samen. Der Naturforscher Charles Darwin empfahl den Neuseeländern, Hummeln einzuführen, da Rotklee nur von Insekten bestäubt werden kann, die schwer genug sind, den Zugang zum Blütennektar zu öffnen. Hirtentäschel. Frühling, Sommer, Herbst und Winter blüht das Hirtentäschel, dessen Blüten der nur sieht, der Frühling, Sommer, Herbst und Winter sich bemüht, zu sehen, wie das Hirtentäschel blüht. Gänseblümchen. Das Gänseblümchen folgt mit dem Gesicht von Ost nach West dem Sonnenlicht. Dann nickt es ein und schläft zur Nacht von West nach Ost, bis es erwacht. Redaktion der Schülerzeitung Das Nashorn Bremen. Schreiben Sie uns einen Vierzeiler über das Nashorn. Scherzo für Nashorn. Das Nashorn ist ein Nashornist, der sich nie trennt vom Instrument. Die Bahnhofsspatzen. Am Bahnhof steht ein Spatzenbaum. Man sieht den Baum vor Spatzen kaum. Ihr Liebster ist's auf Erden. Dort pfeifen sie und pfeifen sie. Doch niemals eine Melodie. Sie wollen Schaffner werden. Lauter Lügen für Jana und Felix in Köln. Der Kölner Dom kann nicht in den Himmel kommen. Er ist auch leer, zu schwer. Drum wohnt der Himmel, wenn er auf die Erde kommt, im Kölner Dom. Das ärgert Rom. Weshalb in Köln der Dom am Bahnhof steht, von dem nach Rom der Schnellzug geht. Indische Traumreise. Ein Inderkind im Kinderbett reist im Traum im Internet zu seinem großen Bruder,
der wartet am Computer in Bombay oder Bitterfeld, wo mancher viel von Indern hält, die schon als Kind im Kinderbett träumen sich durchs Internet. Fast ein Gebet. Wir haben ein Dach und Brot im Fach und Wasser im Haus, da hält man's aus. Und wir haben es warm und haben ein Bett. Oh Gott, dass doch jeder das alles
Es ist nicht abgesprochen. Würden Sie, wenn ich diese kleine Zugabe gelesen habe, den Schluss noch einmal spielen? Nachzügler. Wenn ein Zugvogelschwarm von Süden kommend die Donau überquert, warte ich auf den Nachzügler. Ich weiß, wie das ist, nicht mithalten zu können. Ich weiß es von klein auf. Fliegt der Vogel über mich hinweg, drücke ich ihm die Daumen. Thank you.